Die japanische Fußballnationalmannschaft hat in ihrem zweiten Test des WM-Jahres eine Niederlage einstecken müssen. Das Team um Kapitän Makoto Hasebe vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt unterlag bei der Vorbereitung auf Endrunde in Russland der Ukraine im belgischen Lüttich 1:2, 1:1. In der Startelf der Japaner standen neben Hasebe, Bundesliga-Profi Gotoku Sakai, Hamburger SV, sowie Genki Haraguchi, der derzeit von Hertha BSC an Drittliga-Aufstiegsaspirant Fortuna Köln ausgeliehen ist und in der 88. Minute für seinen Vereinskollegen Takeshi Osami ausgewechselt wurde. Yuya Osako vom 1. FC Köln kam nicht zum Einsatz. Naomi Hiueda, 21. hatte mit seinem Eigentor unglücklich für Führung der Ukraine gesorgt. Ehemalige Köln-Flop Tomoaki Makino hatte noch vor der Pause zum Ausgleich getroffen, doch Alexander Karajajew, 69. erzielte nach Vorarbeit des Schalker Flügelspieler Jefun Konoplyanka das Sieg dafür Ukraine, sich nicht für Endrunde in Russland qualifiziert hatte. Dort treffen Asiaten auf Polen, Senegal und Kolumbien.